Bitte schön. Soll ich jetzt noch mal aufstehen und dir den? Nee, um Gottes Willen. So weit ist er. Weißt du, was mir mal passiert ist? Ja? Hier in so einem feinen Restaurant in Berlin. Da sitze ich da mit meiner Frau und wir essen und es ist ganz schön und so. Und wir müssen ja auch mal essen gehen und so. Und auf einmal macht es so neben mir so, rums. Na, du kleine Fotze. Und da war das Udo Walz. Ach. Hat sich so fallen lassen. Und jeder, der Udo Walz kennt, weiß, da musst du erst mal zwei, drei seiner Begleiter holen, damit du den da wieder aus dem Sofa rauskriegst. Ne? So, okay. Entschuldigung. Das ist okay, ist okay. Das hat er übrigens zu mir gesagt, nicht zu meiner Frau. Wir sitzen jetzt hier in diesem Restaurant. Hinter mir ist ein Monitor und hinter dir ist einer, ja? Und aber ich guck jetzt deinen nicht an. Nee, genau. Du darfst da nicht hingucken. Und da wird jetzt gleich eine Situation und eine Rolle erscheinen. Und in dieser Rolle, in dieser Situation musst du dich dann verhalten. Meine Aufgabe ist es, möglichst ernst mitzumachen und möglichst wenig zu lachen. Also ich muss auch nicht rausfinden, was passiert. Ist einfach eine normale Situation. Du musst einfach probieren, einigermaßen seriös mit der Situation umzugehen. Das sollte kein Problem sein. Ja. Und ihr habt so extra so mattes Geschirr, dass ich nicht das so spiegeln kann. Genau, das ist besser. Normalerweise machen wir das mit eitlen Schauspielern und ansonsten verlieren die sich in ihrem eigenen Spiegelbild. Und dann war es das mit der Sendung. Ja. Wir legen los. Erste Runde bist du. Okay. Ja. So, erstmal guten Appetit. Ne? Lars, vielen Dank, dass wir uns hier treffen können. Ich freue mich sehr. Kein Problem. Hast du das gekocht? Oder? Ich habe das. Ich hab das gekocht, aber es ist ja auch nicht alles okay. Geht's dir gut? Klaas? Ja. Alles okay? Hast du Zeit im Griff? Bitte, was hab ich? Es ist, weißt du, was für ein Tag heute ist? Heute Samstag? Opferdummy. Welches Datum? Heute ist der, lass mich mal sagen, also ja, irgendwie Ende November, was haben wir denn irgendwie so, was ist denn los mit dir auf einmal? Das sind die Leute hier, die gucken noch. Ist mir jetzt gleich, ich weiss, du hast gern, wenn wir immer einfach höflich miteinander, und nach außen immer, oh, ich bin der feine Gläsli aus dem Fernsehen. Also du weißt, dass ich das nicht verstehe, wenn du so redest. Ja. Das bringt uns beiden jetzt gar nichts. Ich verstehe viele Sachen nicht, die du machst oder die du eben nicht machst. Hey, das ist peinlich. Wie sehe ich eigentlich aus? Sehe ich jung aus? Sehe ich älter aus? Hazel, ich verstehe nicht, was du sagst. Du weißt, dass ich das nicht verstehe, wenn du so bist. Du Sauarsch. Was? Verdammisier. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Ja. Was ist denn? Du hast meinen Geburtstag vergessen. Scheiße. Nee, den habe ich natürlich nicht vergessen. Das hier in dem Restaurant, das ist heute, und ich dachte mir, dass du bestimmt denkst, ich habe den Geburtstag vergessen. Aber wir sind natürlich nicht zufällig hier essen, zwei Tage nach deinem Geburtstag. Ich übernehme heute die Rechnung. Weißt schon, dass das in meinem Land eine Beleidigung ist, wenn der andere zahlt, gell? Du weißt, ich habe genug Stutz. Das stimmt, ja. Stimmt, wenn man Schweizern Geld gibt, gibt es am Ende als Deutscher immer Ärger. Meine Damen und Herren, da kennen andere prominente Kollegen sich besser aus. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder zurück mit Hazel Burger. Sido kommt noch, ein Tisch für zwei geht auch noch weiter. Kurze Pause, bis gleich. Sind mitten im Spiel ein Tisch für zwei. Ich mag dieses Spiel sehr gerne. Haben wir lange nicht gespielt, vor allen Dingen in diesem Halbjahr, glaube ich, noch gar nicht. Ist auch jetzt angenehm, mal was zu essen. Das ist das Ding, man kriegt sonst bei ProSieben wenig zu essen. So haben wir das immer noch mehr als bei ZDF Neo, aber... Aber da darf man mittlerweile seine eigene Stulle mitbringen. Ach, wirklich? Ist das so? Ach so, früher musste man immer so wie... Bitte haben abgenommen, jetzt darf man sie... Ach so, ich dachte, das war früher wie beim Kino, da durfte man nicht sein eigenes Essen mitbringen bei Neo. Muss man immer alles kaufen. So, wir haben jetzt das nächste Thema für mich. Really? Kennen Sie das Gefühl, dass Sie manchmal da sitzen und denken, irgendetwas muss sich ändern? Hast du Ketchup, oder? Es sind oft die kleinen Dinge. Ketchup ist da, die Nudeln sind da, auch das Fleisch schmeckt wie immer. Auch die Person, mit der man beim Essen sitzt, hat man im Prinzip gern. Aber ist es wirklich die richtige Version dieses Menschen? Also. Man mag diese Person, man mag die Familie, man mag den Geruch, man mag vielleicht auch einzelne optische
Dinge, die einem entgegenkommen. Aber vielleicht gibt es doch noch in der Nähe jemand anderen. Und genau dieses Problem hatte ich. Und jetzt ist es soweit. Ich habe herausgefunden, wen ich lieber heiraten will als dich. Und es ist, halten Sie sich fest, deine Mutter. Ich heirate deine Mutter und werde mit ihr alt und glücklich. Wir können zusammenbleiben als Familie, nur schlafe ich in einem anderen Raum. Wir können alles weiterhin tun, nur ändert sich am Tisch, wenn wir morgens gemeinsam frühstücken, mein Platz. Ist aber dir, hast du einen Schlaganfall? Ist alles... Mir geht es wunderbar. Und selbst wenn ich einen Schlaganfall hätte, würde ich denken, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Denn ich werde deine Mutter heiraten. Ich habe mich an dieses Haus gewöhnt. Ich weiß, wo alles ist in der Küche. Aber ich möchte mit dir nicht mehr zusammen sein. Also, ich heirate deine Mutter. Hast du mit meinem Vater schon gesprochen? Gute Frage. Wir machen eine kurze Pause. Ey, ey, filmen Sie mich. Wir machen eine kurze Pause und gleich zurück. Mit hier zwei Stühle, eine Meinung. Wie heißt das? Ein Tisch für zwei. Bis gleich. Habibi, herzlich willkommen zurück zu Late Night Berlin. Ich küsse eure Augen. Wir sind immer noch bei einem Tisch für zwei. Und mit Hazel Brugger, ich finde toll, dass du da bist. Und hier geht es darum, dass man Rollen annimmt, die ich natürlich nicht kenne, die du jetzt annehmen wirst, und eine Situation. Und ich probiere da so einigermaßen bei der Sache zu bleiben. Und das machen wir jetzt. So, yalla. Ja, ein tolles Restaurant hier. Das ist immer schön, wenn man so das Gefühl hat, die anderen hören einem nicht so zu. Man kann also offen reden, aber es ist nicht zu laut. Weißt du, nicht so Bahnhofshalle, aber man hat trotzdem das Gefühl von der Privatheit. Hallo, Klaas. Ich freue mich sehr, dass du hier erschienen bist. Danke. Also, okay. Es gibt Neuigkeiten. Ja, was gibt's denn? Unserem Wohnstatus. Zeugen zufolge wird eine ältere, aber sehr nette Englischlehrerin eventuell mit einem Koffer vor der Tür stehen. Bitte? Moment kurz. This just in. Sie ist sehr freundlich und stubenrein. Ich meine, ist alles in Ordnung bei dir? Könnten wir vielleicht darüber nachdenken, dein Zimmer, wo du gerne Zigarre rauchst und auch das ein oder andere Schmuddelmagazin zu dir nimmst, umzugestalten? Ja, also klar, ist ja schon lang ein Thema. Können wir gerne machen, ja. Also wenn es jetzt wirklich nicht mehr anders geht. Des Weiteren habe ich noch andere Nachrichten für dich. Ja. Sie wird auch unser Badezimmer mit uns teilen. Wer denn jetzt? Wer denn genau? Eine Engländerin? Und damit zieht meine Mutter zu uns ins Studio. Vielen Dank, mein Name ist Hazel Brugger. Ich wünsche dir noch ein schönes Essen mit mir. Das war's. Deine Nachrichtensprecherin und meine Mutter zieht zu uns nach Hause. Also auch eine komische Vorstellung, oder? Ja. Ich habe mit meiner Mutter besprochen, wenn sie noch fit genug ist, dann darf sie zu uns. Wenn sie aber nichts mehr mitkriegt, dann geht sie ins Heim, weil ist ja eh egal. Stimmt. Das hat sie gesagt. Das ist der ausdrückliche Wunsch meiner Mutter. Sie hat gesagt, das wäre ja dann auch Verschwendung. Und denkst du, sie wird fit sein? Oder? Mal gucken. Warten wir es mal ab. Ne? Warten wir es mal ab. So, weiter geht's. Es war schon da, Klausi. Hab schon gleich geguckt. Ja, ja. Kann man noch mal gucken? Entschuldigung. Oh. Nein, pass auf. Hazel, mir ist letztens was Witziges passiert. Mhm. Ich sitze da bei mir in der Kneipe, im Knobelbecherchen.
Und da war ich dann, da habe ich ein bisschen am Automat ein bisschen gedaddelt, da habe ich das ein oder andere Kölsch habe ich da getrunken und so weiter. Da habe ich gedacht, komm, okay, so, lass 5 Grad sein, lass dir Leben, Gott, du willst der Mann sein. Und dann kommt da einer rein und sagt, hör mal, was sitzt du denn hier an der Bar? Du musst doch hier mal ein bisschen bezahlen für deinen Platz. Dann sage ich, das ist ja Quatsch. Wieso? Ich sitze hier schon seit 50 Jahren. Ich muss doch hier nicht bezahlen für den Platz. Dann sagt er, doch, musst du jetzt bezahlen, sonst kriegst du Ärger mit mir. Sag ich, ah, was? Krieg ich Ärger, Lorenz? Wer sind Sie denn? Hat er gesagt, er ist von einem Clan. Von einem Clan ist er. Und ich müsste jetzt hier für diesen Platz, auf dem ich hier sitze, müsste ich jetzt hier Schutzgeld bezahlen. Ansonsten. Und in dem Moment, wo der das sagt, tritt er mir den Barhocker weg. Und ich knalle mit dem Kinn auf die Theke und schlag mir da 2 Zähne aus. Ja. So, da habe ich gedacht, okay, der meint das ernst, ja, der Junge. Da habe ich gesagt, pass mal auf, das ist meine Shisha-Bar hier. Ich kann hier rauchen, solange ich hier will. Ja, ja. Mir ist halt egal, hier geht meine ganze Familie schon, seit vielen Generationen können wir schon hier Shisha rauchen. Schon, so lange schon wir gehen hier lecker Shisha rauchen, schon die Kinder kommen hier Shisha rauchen. Die ganze Nachbarschaft kommt Shisha rauchen. Und nur weil der jetzt hier ankommt, da werde ich wohl hier nicht anfangen, meine Schutzgeld zu bezahlen, damit ich hier die Shisha rauchen kann. Ja? Das ist nämlich eine fiese Möb, habe ich dem gesagt. Und so. Wie hat er dann reagiert? Er hat mir dann gegen mein Gesicht getreten. Ah. Und mich dann angeschossen und dann habe ich bezahlt. So, Dankeschön. Ja, vielleicht. Ich kann das nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich. Wenn man weiß, manchmal merkt man nach 10 Sekunden, dass man das einfach nicht kann. Ich kann keinen Kölschen, kann ich nicht. Ich kann den nicht richtig. Das war schon überzeugend. Also naja. Für meine. Ja, ja. Als Schweizerin, ja. Aber jeder. Jeder Kölner, naja. Aber wenn ich 24 Stunden im Dom nicht stehe, da kriege ich Heimweh. Pass auf. So. Aber wenn ich ihn dann sehe, dann geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf. Ja. Ich glaube, Kölsch ist eigentlich, dass man die Augen aufreißt und so redet. Ja. Das ist Kölsch, ja. Kölsch ist immer so, die Zunge hat 2 Promille, aber Körper ist schon wieder im Büro. Wie der Sänger von den Höhnern. Ja. Genau. So, Esel, jetzt bist du dran. Nächste Runde, komm. Tisch für 2. Nein. Du weißt doch diese. Diese Chrysanthemen, die wir haben zu Hause. Blumen. Mmh. Ja. Und die Christa, weißt du auch noch, oder? Deine Tante. Oma. Ja. Ja. Die Tante von deinem Onkel. Ja, genau. Das ist ja immer, weißt du, man hört ja das so viel, dass sowas passiert. Und du denkst immer, ah, oh, mir passiert das bestimmt nicht. Ich freue mich. Oh. Und da muss ja alles stimmen. Und manchmal ist ja so, du gießt dann die Blume. Und du denkst dann, ja, vielleicht gieße ich sie einfach genauso wie letztes Mal. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Und dann denkst du, vielleicht klappt ja jetzt. Vielleicht dünge ich die ja jetzt. Und dann wächst die und dann wird es super. Und dann machst du es und dann machst du die Urne auf. Und dann, ah! Und dann, und das was ist, hast du gemacht? Ich weiß gar nicht, das wird mein Leben so, ich weiß gar nicht, was hast du mit der Urne gemacht? Ja, ich hab die Urne halt genommen ja. und dann habe ich sie eigentlich so gehalten, es war eigentlich ein Tag wie jeder andere, aber ich habe schon an dem Morgen... Du hast die Urne von Tante Christa kaputt gemacht. Oma, deine Oma, du bist ja... aber mein Glück, das schwappt auf dich über, ich merke, du checkst es gar nicht mehr, das ist so... ich habe eigentlich, es war jeder Tag, war gleich, fühlt sich immer gleich an, aber an dem Tag hatte ich das Gefühl, und dann habe ich die Oma Christa über die Chrysanthemen geschüttet und es hat geklappt. Das heißt, die Oma, die lebt jetzt in den Blumen weiter? Ja. Immer, ich sag's dir, es ist so schön, es ist so, komm. Naja, komm, kann passieren. Komm, ist egal. Ich habe was gemacht. Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich mache und ob ich da jetzt so. Naja, ob ich auch das Zeug dazu habe, habe ich mir überlegt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt glaubst du an dich. Und jetzt
Und dann habe ich so in mich hineingehorcht und habe gesagt, Klaas, du kannst das, du schaffst das. Und du bist doch so ein Typ. Und ich habe mich richtig, ich muss sagen, ich meine, man soll das ja so über sich selber dann nicht sagen, aber ich war richtig stolz auf mich. Ja? Mhm. Und dann bin ich, ich bin zur Sparkasse gegangen. Mhm. Und da bin ich an unser Haushaltskonto gegangen. Ja? So, und dann, pass auf. Und dann habe ich, Typ, habe das ganze Geld bar genommen, bin in der Müllerstraße im Wedding, bin ich in eine von diesen Spielotheken reingelommen, die da von den Clans kontrolliert werden. Und dann bin ich da reingegangen, habe mir alles in 5-Euro-Scheinen geben lassen. Und dann... Unser gemeinsames Konto? Ja. Und dann, weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich jeden einzelnen Schein da reingesteckt. Zwischendurch hatte ich 2.000-3.000 Euro plus, aber das war schnell wieder weg. Und wo ist das Geld jetzt? Weg. Das waren 240.000 Euro. Ja, da sollte unser Kind, ich glaube, wir haben ein Kind zusammen. Ich weiß nicht, wie dieses Szenario gerade zustande alles weg. Ja, alles. Alles weg. Die sollte davon das Schulgeld kriegen. Das Zahnspangengeld, das Geld für den Studienplatz, das Geld für den neuen Carport, den wir bauen wollten. Alles ist weg. Und das? Alles. Ich weiß, du musst nichts sagen. Ja. Ich habe das gern gemacht für uns. So, meine Damen und Herren. Das war eine Tisch für zwei mit Hesse Burger.